Hallo und herzlich willkommen zu den Most Actives live vom Frankfurter Börsenparkett. Ja, während in Großbritannien, in London, um genau zu sein, der Sarg der Queen das letzte Mal den Buckingham Palace verlässt und wir natürlich auch hier aus Frankfurt kondolieren und dementsprechend respektvoll gekleidet sind, gucken wir trotzdem auf das, was die Aktienmärkte machen, denn trotz der Katerstimmung auch hierzulande, es muss ja weitergehen. Gestern die Verbraucherpreise aus Amerika, alles andere als erfreulich, ganz im Gegenteil, viel Ernüchterung. Und die Qualität, und die das Ganze hatte, die konnte sich schon sehen lassen. Minus 4,3% der Dow, der S&P, der Dow auch minus 4% und die Nasdaq sogar minus 5,3% im Minus. Und die Futures jetzt heute Nachmittag nur leicht positiv, also zumindest mal ein Stoppschild eingezogen, unten auf diesem niedrigen Niveau, aber richtig gut ist das nicht. Und der DAX verliert auch kräftig, knapp noch über der 13.000-Punkte-Marke, aber man merkt schon, er ist tatsächlich ziemlich angeschlagen. Wieder mal wurden wir mit einer sogenannten Bärenmarkt-Rallye auf dem falschen Fuß erwischt. Naja, Gott, so sind sie halt, die Märkte. Und wir gucken uns das Ganze jetzt weiter von unten an. Und zwar mit den Most Actives, den meistgehandelten Werten des Online-Brokers Flatex. Auf der Kaufseite hätten wir der Kion, ITM Power, Vonovia, BASF und Zalando. Wir gucken uns mal ITM Powers an, denn das sind, wie ich eben schon eingangs sagte, ziemlich trübe Aussichten. Die Bank of America hat gesagt, dass Wasserstoffaktien in diesem Umfeld mit steigenden Zinsen und mit vielleicht sogar stärker steigenden Zinsen als bisher eingepreist, in Amerika bei der Fed waren es ja 0,75%, das könnte jetzt 1% werden. Das belastet natürlich diese Wachstumsunternehmen, die im Grunde ständig Geld brauchen, einen negativen Cashflow aufweisen. Und ITM Power ist ein dieser Kandidaten und man sieht es ganz deutlich am Chart, da ist diese steigende Zinspolitik oder die Zinspolitik der steigenden Zinsen, so rum muss man es richtigerweise sagen, Gift für den Aktienkurs. Wenn wir uns das Ganze angucken, auch die Kooperation mit Linde ist natürlich eine, die man versucht hat, positiv zu positionieren und ins Schaufenster zu hängen, aber dem Kurs hilft es absolut überhaupt nicht. Wir sehen die Aktie deutlich im Minus, die Marge ist auch alles andere als positiv, negativer Cashflow. Die zweite Aktie, die wir uns angucken, das ist Zalando. Denn Inditest, die haben gute Zahlen gebracht. Das ist ein Konkurrent. Da verbergen sich so namhafte Brands wie Zara beispielsweise darunter. Die können tatsächlich eigentlich vor lauter Kraft kaum strotzen oder sie strotzen vor lauter Kraft und können sich kaum bewegen. So rum wäre es richtig. Denn tatsächlich ist es so, dass sie sogar die Lagerbestände auffüllen mit Herbst- und Winterware. So gut läuft es im Online-Geschäft, plus 30%. Die Aktie heute stützt insgesamt die Einzelhandelsunternehmen, wenngleich About You ganz im Gegenteil ziemlich schlechte Zahlen gebracht hat. Aber Zalando kann im Moment zumindest davon ein bisschen profitieren und die schlittrige Rutschpartie nach unten. Und wir sehen es am Chart auch da. Alles andere als wohlgesonnene Freude angesagt, ist für den Moment zumindest mal ein bisschen gestoppt. Aber auch da leichte rote Vorzeichen. Rote Vorzeichen, das ist mein Stichwort für die andere Seite bei den Most Actives, bei den meistverkauften Titeln. Und da sind die Commerzbank, Vonovia, Delivery Hero, Kion und FedEx DEGIRO. Ja, bei Kion, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich habe heute nur schlechte Nachrichten. Es tut mir leid, ich würde gerne was Schönes erzählen. Aber bei Kion gab es eine Umsatz- und Gewinneinbruchswarnung. Und das kann sich wirklich sehen lassen. Denn statt der erwarteten 229 Millionen, die man im letzten Jahr noch an Umsatz im abgelaufenen Vorquartal gemacht hat, ist man jetzt mit minus 100 bis minus 140 Millionen Euro dabei. Man verbrennt Geld, der Cashflow ist negativ. Das Problem ist, und so wird das Unternehmen zitiert, dass man tatsächlich die gestiegenen Kosten im Bereich des Gabelstapelfahrens nicht irgendwie aufholen kann. Man kann es nicht weitergeben, die Logistik, Lieferketten und Verbrauchsmaterialien kosten. Und das lastet einfach auf dem MDAX-Unternehmen dramatisch. Man hat tatsächlich auch fürs Gesamtjahr die Gewinnprognose deutlich zusammenstreichen müssen. Man erwartet ein Ergebnis, ich möchte kurz gucken, nicht, dass ich Quatsch erzähle, einen negativen Cashflow von sage und schreibe 700 Millionen im Minus. Und der Konzernumsatz von 2,566 Milliarden, der wird auch nicht mehr erreicht werden können. Also ganz schlimm und die Aktie heute richtig dolle unter die Räder gekommen. Sie hat es zerfetzt mit minus 27%. Ja, ich hoffe, dass morgen die Kollegen, die Kollegin wieder bessere Nachrichten hat für Sie. Die Most Actives passend gekleidet für diese wirklich rabenschwarzen Kurse. Bleiben Sie trotzdem zuversichtlich, denn Gesundheit ist ja alles. In diesem Sinne einen schönen Nachmittag für Sie. Bis dann. Tschüss.